Hallo Leute, herzlich willkommen zu Inside the Storm, der Live-Bericht aus den Vereinigten Staaten von Amerika hier am Ende des Vier-Generationen-Zyklus. Heute geht es um den Krieg, ums Gas. Hannes, eine Mega-Location. Wie gesagt, für diejenigen, die es noch nicht wissen, Hannes ist live vor Ort in den USA, kann dadurch eine Berichterstattung machen, die wir so nirgendwo auf der Welt eigentlich bekommen. Und Hannes, ich freue mich, dich wiederzusehen. Wie geht's dir? Das Wetter ist richtig gut. Benjamin, wie soll es mir gehen? Der Strand hinter mir, Miami vor mir und eine Welt im Umbruch, in der ich sein darf. Von dem her geht es mir wunderbar, muss ich sagen. Liebe Grüße von Miami nach Europa. Und heute, Benjamin, bei Inside the Storm haben wir einige, ja, will ich sagen, krasse Informationen mit dabei, krasse Insider-Informationen. Deswegen unbedingt bis zum Ende dranbleiben, Kanal abonnieren, Glocke machen nicht vergessen und vor allem das Video teilen. Geteiltes Wissen ist doppeltes Wissen, deswegen teilt das Wissen und nicht das Vermögen eines anderen. Benjamin, ganz, ganz wichtig, was derzeit los ist, und zwar das Video heißt der Krieg um Gas. Und warum wir das Video so genannt haben, darauf möchte ich jetzt eingehen. Eine Sache ist nämlich ganz, ganz klar, wir haben derzeit Aktivitäten beim US-Militär, über die man eigentlich so relativ wenig berichtet. Wie gesagt, ich bin relativ gut vernetzt, ich schaue, dass ich immer relativ die besten Informationen rausbekomme, und da habe ich jetzt die Information erhalten, dass bereits im US-Militär, so hat mir ein Marine gesagt, Freiwilligenlisten herumgeben für einen möglichen Nahost, für einen möglichen Afghanistan-Einsatz. Also warum gehen solche freiwilligen Meldungen herum, warum plant man so etwas, wenn doch alles so wunderbar in Ordnung ist und der Abzug und alles so gut funktioniert hat. Ich glaube, Benjamin, hier droht ein Krisenszenario. Aber nicht nur hier im Nahen Osten, sondern noch viel näher an Europas Grenzen oder mitten in Europa sozusagen, in Griechenland, werden derzeit massiv Flugzeugaktivitäten bzw. Stationierungen von US-Flugzeugen gemacht. Und das hat natürlich, glaube ich, schon einen Grund, dass in Zeiten, wo Gas, wo das Erdgas so im Zentrum steht, wo wir sehen überall, wie die Preise explodieren, dass in Zeiten wie solchen, wo Griechenland und Türkei über Erdgasvorkommen im Mittelmeer immer wieder Konflikte hatten, dass genau dann hier die USA ihre Flugzeuge etc. nach Griechenland verlegt, ist schon ein eigenartiger Zufall. Benjamin, ich glaube, vielleicht will da Griechenland seinen Befreiungsschlag aus den Fängen der chinesischen Macht, sage ich mal, die fast alle Häfen schon innehaben, wieder irgendwo zurückerlangen. Und im Gegenzug, die Türkei hätte dann eine tolle Möglichkeit, um diese lästige NATO-Partnerschaft endlich hinter sich zu lassen, um den Verbündeten China kräftig zu unterstützen. Das sind, sage ich mal, sehr, sehr spannende Aussichten, die relativ viel Sprengkraft in sich haben. Ja, und es ist geostrategisch natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Die Erdgasvorkommen draußen unter Zypern, die sind, also vor Zypern, sind gigantisch. Und natürlich, die Türken kämpfen hier mit den Griechen, aber eben Türken-Griechen ist noch, wie soll ich sagen, das Kleine, wie du sagst, sondern es geht hier vielmehr um Ost gegen West, um die Erdgasvorkommen. Aus diesem Grunde, da kann man auf gigantische Spannungen noch abwarten. Natürlich in die Preise, Hannes, wie du sagst, man sieht es schon in die Preise gehen in Erdgas völlig durch die Decke. Es ist generell eine Riesenkrise, nochmal hier erwähnt, bei Inside the Storm über die Energiekrise, die aktuell so ein bisschen in den Medien publik wird. Diese Krise schärft sich massivst im Herbst und Winter jetzt extrem zu, also wird sehr, sehr viel Turbulenz auf uns zukommen. Natürlich versuchen wir aber von diesen Turbulenzen zu profitieren, und deswegen gibt es die Investibest Mitgliedschaft. Wenn ihr darauf Lust habt, jetzt hier unter diesem Video Mitgliedschaft abschließen, wie man am Finanzmarkt von diesen großen Umbrüchen so richtig profitieren kann, das zeigen wir im Mitgliederbereich. Hannes, was gibt es sonst heute noch alles aus den USA? Benjamin, zum einen natürlich, wir haben in einem der letzten Videos gezeigt, wie sich die Containerschiffe vor Los Angeles stauen. Und was mir auch hier in Miami auffällt, Miami ist ja nicht unbedingt ein Hafen, ein großer Umschlagplatz für Waren, sondern eher ein Umschlagplatz für Kreuzfahrtschiffe und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man auf den Horizont hier hinaus sieht, man sieht überall mittlerweile schon wieder Containerschiffe, die voll beladen stehen, das seit Tagen. Ich frage mich, warum sie da draußen am Meer stehen, warum sie hier in Miami stehen. Ich habe darauf noch keine Antwort, aber die wird natürlich bald folgen. Benjamin, was gibt es sonst Neues? Es gibt gute Neuigkeiten aus Florida, und in Florida ist nämlich die Pandemie als beendet erklärt worden, sozusagen, mit kleinem Haken. Florida und Texas sind sozusagen an der Front gegen die momentanigen Auflagen der US-Regierung. Viele Bundesstaaten, 26 an der Zahl, schließen sich dort im Hintergrund an. Natürlich haben nur die wenigsten die wirtschaftliche Stärke als auch den politischen Rückhalt, wie es Texas und Florida hat, dass sie hier groß auftreten. Aber wie gesagt, das gesamte
Paradigma irgendwo in den USA scheint zu wechseln. Die Menschen wachen immer mehr auf, immer mehr setzt sich die Freiheit in immer mehr Bundesstaaten durch. Und so hat unter anderem eben hier in Florida Gouverneur DeSantis diese Woche einen großen Schritt gemacht. Und zwar, er hat einen neuen Gesundheitschef sozusagen, den obersten Generalarzt von Florida ernannt, und da niemand anderen als Joseph Lapardue. Und dieser bekannte Joseph Lapardue hat sich einen Namen gemacht mit dem Great Barrington Erklärung, worin er alle Schließungen, die durch die Pandemie bedingt waren, stark kritisiert hat. Und Lapardue hat dann bei seiner Antrittsrede sozusagen als Generalarzt von Florida Folgendes gesagt, ich darf zitieren: Florida lehnt Angst als Mittel der Gesundheitspolitik ab. Dieses Kernstück der Pandemie der Vereinigten Staaten ist hier in Florida vorbei. Weiter sagt er, die Risiken und Vorteile von Entscheidungen, Peaks, wurden nicht wohl überlegt und vollständig abgewogen. Impfungen wurden fast wie eine Religion behandelt. Es ist vorbei und wird hier in Florida nicht passieren. Und das, sage ich, macht dann schon irgendwie Mut, auch irgendwo vor allem für die vielen Pflegekräfte hier in Florida, für die Ärzte, für den gesamten öffentlichen Dienst, dass sie sich vielleicht keinem Zwang unterwerfen müssen, dass hier Florida die schützende Hand über sie hält und ihnen das Stück Freiheit, das ihnen an und für sich gebührt, zurückbekommen. Benjamin, das macht Mut für Florida, das macht Mut für die USA, aber das macht auch Mut für die ganze USA, für die ganze Welt, dass das gewisse Narrative, die Menschen unterdrücken wollen, die Menschen zu sagen haben, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, in sich zusammenbrechen und dass wieder diese Freiheit hier ausgehend im Land of the Free irgendwo über die ganze Welt einherbricht. Ja, das ist wirklich unglaublich, auch Florida, wirklich sensationelle Nachrichten von dir aus Florida. Leider Gottes in Europa genau umgekehrt, Europa geht es richtig ab. Natürlich ein paar skandinavische Länder haben wieder aufgemacht, aber bei uns hier im Westen, muss ich schon sagen, also in Europa im Westen, schon richtig heftig, was da zur Sache geht. Bin schon gespannt, was jetzt im Herbst kommt. Die Nachrichten natürlich von den ganzen fundamentalen Daten, die wir haben, die Energiekrise, die jetzt kommt, die Politiker, die das Ganze spielen können. Ich glaube nicht, dass das Ganze so einfach hier wird. Bei uns wird es eher der Frühling eher nächstes Jahr im Frühling dann kommen. Wird auf jeden Fall mega turbulent, denn ich freue mich, dass es eben in den USA Tendenzen gibt, dass es wirklich eben auch wirklich Bundesstaaten gibt, die da wirklich dagegen ankämpfen und auch wirklich eben frei sind, Hannes. Was aber noch interessant ist, und das möchte ich von meiner Seite natürlich unseren Zuhörern auf keinen Fall heute wegnehmen, sind aktuell die Spekulationsvolumen, die in den USA stattfinden. Also in den USA wird ja derzeit gegambelt, koste es, was es wolle. Und da möchten wir jetzt gleich mal eine Grafik einblenden, wo wir uns das anschauen, was aktuell an Aktienoptionen gehandelt werden derzeit. Und man muss einfach sich das mal anschauen, dass hier fast 40 Millionen Kontrakte in diesem Jahr schon gehandelt worden sind. Also im 2021, obwohl das nicht mal noch vorbei ist dieses Jahr. Stellt euch das mal vor, wir haben jetzt schon 2020 weit übertroffen und es ist erst September. Also das spekulationsreichste Quartal kommt eigentlich erst noch. Oktober, November, Dezember. Eins muss man ganz klar sagen, durch die C-Krise ist auf jeden Fall der sogenannte private Händler zurückgekommen im Finanzmarkt. Das sieht man jetzt ganz klar, wir haben einen Gamble wie noch nie zuvor. Und das bietet auch große Chance für diejenigen, die es natürlich wissen. Schauen wir uns vielleicht aber jetzt noch abschließend noch eine Grafik heute an, bevor wir es wieder lassen mit den Graphen zu Inside the Storm. Aber wir sehen ja schon, dass die sogenannten die Cyclical Adjusted PE Ratios, das sind die Kurs-Gewinn-Verhältnisse, geglättet über die letzten 10 Jahre, inflationsbereinigt. Und da sieht man, dass die USA also wirklich seit 1988 hier massivst immer noch Outperformer ist, ganz, ganz klar. Wir haben 37,2 KGV aktuell, Japan 24, Europa hier mit 22,4 und die Schwellenländer weltweit mit 15,9 und in den USA nochmal zur Wiederholung 37,2. Also in den USA ist die Spekulationsorgie los, da brauchen wir überhaupt nicht reden, die vielen Dollars, die werden investiert, es wird gezockt, als wie es kein Morgen gäbe, Hannes. Und das wird natürlich spannend. Kriegst du davon irgendwas mit in den USA, dass hier wirklich auch massiv spekuliert wird? Siehst du viele Leute mit neuen Autos? Oder kriegst du irgendwas mit von dieser Spekulationseuphorie? Weil es ist wirklich massiv, was da abgeht. Benjamin, ich bin hier in Miami. Natürlich sehe ich hier schöne Autos. Das Schöne sieht man, viele Autos mit Bitcoin hinten drauf kleben und so weiter. Also natürlich wird hier auch spekuliert, aber was richtig auffällt, dass das die halbe Wall Street hier ist. Man kann hingehen, wo man will. Man lernt Investmentbanker, man lernt
ehemalige Größen aus der Wall Street kennen. Und da habe ich mich zum Beispiel mit einem unterhalten, einen sehr, gut angesehenen Mann in den USA, der mir gesagt hat, Hannes, was sollen die Notenbanker denn anders tun, die Notenpolitiker denn anders tun, als zu sagen, dass die Inflation nur vorübergehend ist. Sollen sie sich hinstellen und sagen, ja, die Inflation ist dauerhaft, ja, die Inflation wird den Dollar Richtung Null irgendwann bringen. Sollen sie sich das hinstellen und das sagen, nein. Also meine Antwort darauf war natürlich, okay, Punkt für ihn, natürlich können sie das nicht machen, natürlich müssen sie sich hinstellen und jedes Mal aufs Neue, bei jedem Termin aufs Neue sagen, alles nur nicht so schlimm, alles nur vorübergehend. So, das Schiff sinkt zwar, aber wenn der Kapitän dann das sinkende Schiff als Erster verlässt, macht das auch kein gutes Bild. Von dem her natürlich ist klar, wo die Reise hingeht. Thema Inflation, Benjamin, ich sage das jede Woche und es ist dermaßen heftig. Ich spüre es selber jede Woche, wenn man einkaufen geht, die essentiellen Dinge einkaufen geht, Nahrungsmittel einkaufen geht, die Preise explodieren in den USA. Und das merkt die Bevölkerung. Die Bevölkerung kann sich hier im reichen Florida, im reichen Miami noch natürlich leisten. Das ist für niemanden ein großes Problem noch. Aber ich mag nicht, ich glaube zu wissen, wie es in den Städten Chicago, in den Städten Philadelphia, in vielen anderen Landesteilen bereits zur Sache geht, warum die Todeszahlen dauernd steigen. Denn wenn die Armut kommt, wenn der Hunger kommt, dann natürlich wird auch die Kriminalität ein Vielfaches werden. Und das sehen wir in den USA auch fürs Zukommen, Benjamin. Und ich glaube auch, das ist ein Ausblick für Europa in den Winter. Wahnsinn, genau so ist es, Hannes. Deswegen Inflation ein Riesenthema, natürlich, auf das wir schon längst aufmerksam geworden sind. Wir haben schon im April 2020 über das Thema Inflation ganz viele Videos gedreht und deswegen ist es eigentlich, das spielt sich jetzt aus. Also Leute, auf jeden Fall bleibt dran, es bleibt spannend. Dieser Winter wird extrem interessant und in diesem Sinne abonniert auch unseren YouTube-Kanal. Vergesst es nicht, die Chancen sind groß. Ihr müsst immer dabei sein. Wir machen hier jeden Tag ein Video nonstop für euch, am Dienstag immer auf Telegram. Aber sonst immer hier auf YouTube. Deswegen freuen wir uns auf die Zukunft, Hannes, und ich freue mich schon auf den Winter mit dir. Benjamin, eine Sache muss man sich merken. Im Leben heißt es nicht, perfekt durch den Sturm zu kommen, sondern auch im Regen tanzen zu können. Und ich glaube, darauf sollten wir uns jetzt besinnen. Die Freiheit im Innen finden, die Freiheit in uns selbst wieder entdecken und dann können wir sie auch im Außen leben. Und ich glaube, es noch nie war es so wichtig, wie in Zeiten wie diesen, das jetzt auch zu tun. Das gerne zusammen bei uns bei Investinvest, wo wir die größten Chancen dieses Umbruchs nutzen wollen, Generationenvermögen anhäufen wollen, um dann, wenn diese neue Welt angebrochen ist, auch ein Stück weit neue, faire und gerechte Welt aufzubauen. Von dem her, Benjamin, freue ich mich auf morgen, auf das nächste Video von uns und liebe Grüße aus Miami. Ja, und vergesst bitte niemals, dass gerade dieses Jahr die Generationenzyklen, wie man sieht, ganz bestimmt nicht schlafen werden. Nutzen wir deshalb jetzt die Chancen daraus. Tschüss und bis morgen.